Die besten vier Floorball-Mannschaften der U17-Saison trafen am Samstag in Kochstedt aufeinander. Der PSV 90 hatte sich um die Ausführung der Playoffs beworben und bekam den Zuschlag. Somit hatte die SG Dessau-Halle Heimvorteil im Halbfinale gegen die Red Devils Wernigerode. Dabei ging es bereits um alles oder nichts, denn beide Finalteilnehmer qualifizieren sich für die Quali zur deutschen Meisterschaft in Berlin. Die SG brauchte keine Minute, um ins Spiel gegen den Saisondritten in Führung zu gehen. Mehr noch, der Vorsprung konnte auf 2:0 ausgebaut werden. Zwar gelang Wernigerode der Anschlusstreffer, dieser brachte die SG aber nicht ins Wanken. Die deutliche Überlegenheit der Hausherren war nicht zu übersehen. Mit jeder Tempoverschärfung kamen die Wernigeröder mehr ins Wanken. 7 Treffer in Folge drückten die Überlegenheit auf der Platte auch auf der Anzeigentafel aus. Kurz vor der Pause stand es 9:1. Mit dieser Führung im Rücken nahmen die Dessau-Hallenser das Tempo aus dem Spiel. Das nutzten die Red Devils aus, um auf 9:3 zu verkürzen. Auch im zweiten Spielabschnitt hatte die SG das Spiel im Griff, auch wenn weiterhin das Tempo fehlte. Die Gäste verkürzten noch einmal auf 12:6. Mit 2 weiteren Treffern stellte die SG Dessau-Halle den 14:6 Endstand her. Wir haben, gerade wenn wir den Ball schnell laufen gelassen haben, sind wir in gute Zweige, also in gute Position gekommen für wirklich gute Torabschüsse. Und frei vom Tor haben wir die dann auch ganz gut rein. Da war viel Bewegung drin, das hat ganz gut funktioniert. Und als es dann ein bisschen deutlicher war, haben wir ein bisschen Faden verloren, ein bisschen langsamer gespielt, ein bisschen mehr auf Sicherheit. Und dann haben wir uns nicht mehr die ganz klaren Chancen erarbeitet, aber ist okay. Die Quali zur Quali war also geschafft. Was folgte, war das i-Tüpfelchen. Gegen den Staffelsieger Dresden drehte die SG einen 2-Tore-Rückstand zum am Ende 14:12 Sieg. Damit fährt die SG Dessau-Halle als Regionalmeister Ost nach Berlin.